Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier bei Heisenberg zockt. Und apropos Coaster, wir fahren jetzt Coaster und zwar Holz Coaster mit Eingang. Ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, heide Juche, es hat ein bisschen gedauert, bis wir hier den Eingang hatten, aber jetzt haben wir ihn. Hier fehlen natürlich noch die ganzen Szenerie-Dinger, damit das ein bisschen läuft hier. Und ich freue mich drauf, wenn das natürlich läuft, dann werden auch diese Geschäfte profitieren und vor allem hier unser zweiter Bahnhof, der wird natürlich auch davon profitieren. Ein, zwei Leute warten hier schon, aber das sollte wesentlich noch anziehen dann. Gut, jetzt egal, ich möchte jetzt fahren. Wir gucken mal, wo wir den Kollegen haben, die Kollegin, genau. Und wenn wir die richtig erwischen, hier bei ihrem Haupthaar, naja. Erstmal treffen. Das gibt's ja wohl nicht. Moment. Da ist irgendwie das Ganze markiert. Ich bräuchte schon die Frau selber. Hallo? Das erinnert mich an das Basteln vom Eingang. Ich krieg sie nicht zu fassen. Junge Frau. Jetzt hier, Moment, das Gesicht, wenn ich so drehe. Jetzt habe ich sie. Nee, doch nicht. Doch nicht. Immer noch nicht? Wie kriege ich die denn an den Haken? Das muss doch irgendwie funktionieren. Moment, nochmal drehen. Hier ist immer was anderes noch im Weg. Hier unten die Füße. Aha. Heieiei. Gut, die Achterbahn, die ist irgendwie verhext. Aber jetzt gucken wir mal, ob sich das vielleicht wenigstens gelohnt hat. So eine Holzachterbahn ist natürlich schon mehr als nur cool. Aha. Auf geht's. Okay, wir haben gleich die richtige Kamera. Möchte ich natürlich in der Ego-Perspektive sehen, das Ganze. Und dann geht's hier mal hoch. Oh, diese Holzachterbahn, die erinnern mich immer an früher. Bei uns gab es auf dem Rummel so eine Art Kino. Das war so ein, ja, so ein Halbkreis, so eine Glocke, ein Zelt. Und wenn man da reinging, dann hat es einen Film in überdimensionaler Größe. Und wenn man sich da vorgestellt hat, dann hatte man das Gefühl, ja, wie wenn man da dabei war. Das war so eine Vorstufe zur Virtual Reality. Fast schon. War aber irgendwie in den 80ern. Und da gab es eben auch so eine Holzachterbahn. Und wenn du da davor stehst, da machst du wirklich die Bewegungen mit. Das war schon ganz krass. Aber ich glaube, von daher kommt so ein bisschen die Liebe zu diesen Holzachterbahnen. Die haben einfach Stil. Charakter, Charme. Cool. Rauf, runter. Loopings hat es natürlich keine. Das dürfte ein bisschen schwierig sein mit diesen schweren Gefährten. Aber ist ein sehr schönes Teil. Oh. Sogar mit kleinem Special-Effekt. Kurve. War das gerade ein Gewitter? Oh, Rauch, okay. Ui. Explosion. Ja, da haben sie doch noch ein paar Gimmicks eingebaut. Aber guck mal, das ist doch immer schön hier mit dieser Konstruktion. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, das Ding läuft ein bisschen. Würde mich freuen. Einfach, ja, alleine schon aus meiner Liebe zu dieser Art von Achterbahn. So, gute Frau, danke, dass wir sie dann doch mal noch... Aha, kann nicht geöffnet werden. Was? Da es noch nicht getestet wurde? Haben wir doch getestet. Dann stimmt was mit Ein- und Ausgang noch nicht. Dass wir hier nicht öffnen können. Jetzt geht's. Okay, da musste zuerst der Wagen wahrscheinlich weg. Gut, dann stimmt aber alles mit Eingang und Ausgang. Dann machen wir hier mal auf. Und gehen hier mal gucken. Wobei, da hinten habe ich gerade gesehen... Moment, erstmal Konfetti-Regen. Der Hamm has opened, sozusagen. Das war wahrscheinlich völlig falsch, aber egal. Auf Englisch. Muss das so sein? Können wir das irgendwie vielleicht... Ich kann es ja mal wegnehmen. Aufgemacht haben wir. Wobei, oh, ja. Wenn ich hier klicke, genau, dann kommen die einzelnen Elemente. Ich brauche nochmal die Frau. Wir müssten... Ja, wobei, wir könnten ja den Eintrittspreis natürlich auch anders festlegen. Das machen wir. In der Parkverwaltung. Ich möchte ganz kurz gucken wegen dem Weg, ob wir das nicht irgendwie noch ein bisschen schöner hinkriegen hier. So, okay, dann machen wir hier auch noch einen Ausgang. Dann haben wir da wenigstens diesen grünen Streifen weg. Gut, läuft das schon? Boomt's schon geradezu? Tausende von Leuten, die hier... Nein, noch nicht. Gut, dann werden wir hier noch was machen mit der Szenerie. Und die Getränkestände, die haben ja immer noch alle Durst. Wir könnten ja hier mal noch mal kurz reingucken. Ja, das mit Müll und Co. Ich glaube, das kommt einfach die ganze Zeit. Geld haben wir. Wir werden mal noch mal eine Forschung starten.
Hier mal gucken. Machen wir mal. Familienspaß auf hoher See. Da habe ich das jetzt pausiert. Ja, jetzt läuft's, glaube ich, wieder. Nee, Forschung pausiert. Jetzt läuft's. Okay. Kostet natürlich wieder Geld. Und wir müssen ein bisschen gucken. Wir hatten doch gar noch 20.000. Wo sind denn jetzt wieder die 2.000 hingekommen? Ja, wir lassen es mal laufen und gucken mal, was passiert. Also, jetzt hier Szenerie. Ich würde da einmal mehr gar nicht wirklich groß irgendwie in eine Richtung gehen, also irgendwie Piraten und Co., sondern das Ganze wieder eher random machen. Mit Y dreht man. Das wäre dann in die Richtung. Dann könnten wir da oben natürlich selber eine Tafel hinstellen. Wie sieht es mit dem Ding aus? Da haben wir schon eine Tafel. Und das würde relativ gut hier hinpassen. Aber wenn, dann möchte ich es eigentlich hier unten haben. So, nochmal ein bisschen drehen. Passt das so? Ich denke mal, das müsste eigentlich so ungefähr passen. Okay, $10 hat das gekostet. Das können wir uns beim besten Willen ohne Probleme leisten. Gut, dann gibt es hier ein, zwei Bäume. Hier werden wieder noch weitere Geschäfte hinkommen. Hier dazwischen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was explodiert oder so. Oder wir haben doch hier bei den Bauplänen, schnell gucken. Genau, da haben wir diese Sachen. Außerirdisch. Aber die kosten aber halt alle wieder Kohle. Fracht, was ist das denn? 160. Oh, sehr nett. Das würde relativ gut hier hinpassen vom Platz her. Das nehmen wir mal. Da geben wir jetzt natürlich auch ein bisschen Geld aus. Die UFOs kommen. Haben wir das schon? Das haben wir, glaube ich, schon. Drachenflüsterszene. Wow, hier wird geballert und gemacht. Ach, das sind hier die Kollegen vom UFO. Okay. Närrischer Tjost. Ist ja cool. Sowas ähnliches haben wir auch schon. Hier haben wir halt wieder die Piraten. Ich würde mal noch was machen, was hier dazwischen passt. Marktstände zum Beispiel, die passen eigentlich relativ gut hierhin, denke ich mir. So, zack. Okay, $63 können wir bezahlen. Fliegen die wieder ein bisschen? Die fliegen wieder ein bisschen. Noch eine Forschung starten. Aha, haben wir das gar nicht gemacht. Neue Gegenstände. Na, egal. Oh, den Eintrittspreis wollten wir noch festlegen. Kann ich hier nicht raus? Dankeschön. 18.000. Wir bleiben immer ein bisschen beim Gleichen, was das Geld angeht. Aber sonst eben. Ich habe ja auch gesagt, wir werden sonst mal noch die keine Kostenmod sozusagen aktivieren. Denn irgendwie, ja, das Wirtschaftliche haben wir jetzt eigentlich soweit erforscht. Und ihr merkt schon, ich habe primär halt Spaß daran, hier einen großen Park hinzustellen mit sehr vielen schönen Achterbahnen und Co. Ja, das passt auch. Die versinken nicht mehr. Gut, jetzt vielleicht noch irgendwas, was in die Luft fliegt oder sonst irgendwie ein bisschen. Oh, da kommen aber schon. Guck mal, da kommen tatsächlich die ersten Leute. Jetzt darf hier aber tatsächlich noch ein bisschen was in die Luft fliegen. Aber zuerst schauen wir bei den Attraktionen. Der Hamm, oder wie hieß das Ding? Das sehen wir ja hier. Ja, der Hamm. Wo haben wir das? Whirling Rig, bla 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 bla. Kann ich hier? Oh, sehr schön, da kann man sogar so ziehen. Der Hamm, der Hamm, der Hamm. Hier ist irgendwie kein der Hamm. Dann heißt das hier wieder irgendwie anders. Wie heißt du denn, wenn man dich hier öffnet? Das heißt, wir müssen nochmal zu der Dame. Jetzt muss ich sie aber wieder erstmal zu fassen kriegen. Ja, da ist irgendwie der Baum im Weg. Okay. Da ist noch was im Weg. Die ist irgendwie durchsichtig, die Frau. Da wird irgendwie alles, was dahinter steht, genommen. Jetzt haben wir es. The Monster 2. Aber jetzt können wir den Eintrittspreis auch hier noch schnell ändern. Dann machen wir vielleicht mal 15. Okay, können wir wieder wegmachen. Viper wurde repariert. Freut mich. Explosion. Wir waren bei den Explosionen. Szenerie. War das, glaube ich? 10. Das ist hier. Und wo hatten wir? Hier hatten wir die Spezialeffekte. Was haben wir hier denn schönes? Flammenwerfer und Co. Genau, die gefallen mir immer sehr gut. Vielleicht könnten wir sogar in der Achterbahn drin, natürlich könnten wir auch nochmal was machen. Fällt mir da gerade ein, dass wir da vielleicht auch nochmal einen See oder irgendwas hinstellen. Hier würde eigentlich schon wieder eine Attraktion hinpassen. Da würde ich mal nichts machen. Ich würde hier jetzt tatsächlich glatt mal noch ein bisschen was mit Bäumen und Co. machen, wenigstens ein bisschen. Hier als Abgrenzung zu unserem Zug.
Das lassen wir mal, aber hier hinten noch. Und hier kommt noch mal eine Attraktion hin. Gut, ich weiß, das Ganze ist jetzt irgendwie wahrscheinlich noch nicht, wahrscheinlich ist gut, noch nicht sehr ausgereift. Hier was den Eingang angeht, aber ich denke, das wird trotzdem gut laufen. Guck mal, was jetzt hier plötzlich schon an Leuten daherkommt. Das ist ja herrlich. Die benutzen hier die Abkürzung. Ja, wunderbar, gut. Man hört sie auch schon schreien, da fahren sie. Bestens. Ich würde mal noch ein neues Fahrgeschäft hinbauen. Und jetzt möchte ich eigentlich etwas nehmen mit Schnee. Wo hatten wir denn die? Denn man kann zwar diese Schneedingens, das habe ich ja gesagt, das geht nicht bei einem funktionierenden Spielstand. Da muss man separate Parks machen. Dann hat man auch den Boden mit Schnee sozusagen verziert. Aber man kann einzelne Geschäfte oder Gebäude nehmen. Aber das geht, glaube ich, bei denen nicht. Bei denen auch nicht. Dann war das bei den Läden. Kann das sein, dass wir hier irgendwo sowas haben? Und wir könnten sie ja im Prinzip einzäunen. Ein Toilettenblock für fast 1000 Dollar. Angepasst. Was kommt dann? Dann kommen die. Ja, die lassen wir mal. Wo war denn das? Ich habe es doch eigentlich sogar gesehen, dass es welche hat. Mit Schnee drauf. Das waren, glaube ich, aber das waren doch so Getränkedinger und so weiter. Bauplan. Hier nochmal gucken. Seht ihr was? Wenn ja, dann bitte rufen. Nein. Irgendwie hat es hier nirgends Schnee. Das ist ja ärgerlich. Ein Geldautomat. Wisst ihr was? So ein Geldautomat könnten wir hier eigentlich für 200, können wir den eigentlich auch noch offerieren. Wir drehen den mal. Das wäre dann so. Vielleicht sogar ein bisschen eher noch hier unter die Bäume stellen, das Ganze. Dann ist es ein bisschen abgedeckter. Falsch rum. Zack. Okay, dann können sie hier nämlich auch Geld wechseln, falls sie nicht mehr genug Kohle haben für unsere schöne Achterbahn. Das bringt uns jetzt hier aber irgendwie völlig nicht weiter. War denn das hier? Dass wir diese Schneedinger hatten? Ne, das sind die Elemente. Bauplan nochmal gucken. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Oder war das hier? Ne, hier haben wir mit Sicherheit nichts. Polar Express, okay. So viel zum Thema. Das ist aber eine Mod. Wie siehst du denn aus? Oh, das ist ja auch sehr schön. Was bist du denn? Einfach eine. Ist eigentlich auch eine Holzachterbahn, sehe ich das richtig? Das wäre aber mit Schnee. Möchte ich aber noch nicht bauen. Ich möchte jetzt tatsächlich zuerst irgendwas, irgendeinen Laden, irgendein Gebäude haben, das von diesem Schnee, ja, ist ja nicht ein DLC, von diesem Schneezusatz stammt. Und ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Ich finde sie nur nicht mehr. Waren sie dann halt hier? Wir können jetzt natürlich auch die nächsten 10 Folgen damit verbringen, hier ein bisschen zu schauen, wo wir diese Schneeteile haben. Hier sind sie auch nicht. Nee, ich weiß sogar noch, wie die eigentlich ausgesehen haben. Eben, das waren so. Eigentlich waren es doch so Futter. So Futterdinger. Eben hier, das müsste hier gewesen sein. Hier waren wir aber schon. Hier haben wir geguckt. Und entweder bin ich blind. Ja, wenn ich nicht nach Mülleimern suche, dann suche ich hier nach diesen Schneesachen. Ja, ich finde sie gerade nicht. Okay, ist aber egal. Dann machen wir hier was anderes. Wir haben jetzt hier eine Achterbahn und wir locken hier tatsächlich Leute an. Man sieht auch hier zumindest dieses Ding hier, Slushgulp oder wie das heißt. Das funktioniert hier, ist zu. Dann machen wir hier mal noch auf. Da hat wohl wieder einer gekündigt, eben dieses Micromanagement mit den Leuten. Das müsste man automatisieren können. Wenn man nicht so ein Fan davon ist, hier auch noch die ganze Parkverwaltung von Hand hochzuzüchten. Also sprich eben, dass hier jeder Laden auch noch jemanden hat, der hier. Warum wird unser Premium nicht genutzt? Seht ihr das? Wie ich es gesagt habe, dass man hier wirklich bei denen auch noch gucken muss, dass sie zufrieden sind. Bei jedem, der hier in so einer Hütte drin sitzt. Unser Premium-Pass funktioniert nicht. Haben wir zu wenig Premium-Pässe wahrscheinlich bei den verschiedenen Attraktionen. Das lohnt sich nicht. Also man nur für diese eine Bahn einen Premium-Pass kaufen, ist wahrscheinlich einfach zu teuer. Wir müssten wahrscheinlich bei all diesen anderen Attraktionen hier auch noch so ein Premium-Dingens
kaufen. Wisst ihr, was wir jetzt mal noch ganz schnell machen? Wir gehen mal noch kurz zur Beleuchtung. Und gehen hier mal auf 18 Uhr. Damit wir das mal noch bei Nacht sehen. Was hat das Ding hier nur immer mit Forschung starten? Und wenn ich dann hier gucke, die laufen doch. Neue Gegenstände. Nee, möchte ich nicht. Das ist mir alles zu teuer. Ich möchte jetzt hier mal gucken. Ist noch nicht ganz dunkel, aber man sieht schon. Es ist so ein sommerliches Eindunkeln. Cool. Läuft, die sind alle da. Und die Achterbahn selber. Boah, die sieht ja aber schon eigentlich relativ nett aus hier. Die ist relativ gut beleuchtet, sehe ich gerade. Eben, was ich meinte, vielleicht hier unten noch irgendwie einen See hier nach vorne ziehen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, die wir hätten. Das könnte man durchaus noch in Betracht ziehen. Ich muss mal ganz schnell gucken. Hier unten ist ja Feierabend. Das heißt, hier unten brauchen wir keinen Weg mehr. Da müssen wir eigentlich nichts machen. Das heißt, wir könnten hier noch irgendein Geschäft hinstellen. Und das würde ich jetzt mal noch in Angriff nehmen. Aber da hier kaum eine Achterbahn hinpasst, wäre das dann schon etwas in die Richtung. Wenn man noch wüsste, was man alles schon hat und was nicht. Ich glaube, wir haben hiervon wirklich bald alle schon. Sky Ace. Da müsste halt eine Markierung sein. Halt, hier kann ich eigentlich zumachen. Weitere Fahrgeschäfte. Sag mal, wollt ihr mich hier? Jedes Mal, und wenn ich dann gucke, dann ist hier eigentlich nichts. Ja, kann, okay, kann. Aber eben, das haben wir gerade gesagt, das ist uns zu teuer. Wollen wir im Moment gar nicht machen. Wir wollen hier noch was hinstellen. Wie finde ich raus, ob ich was schon habe? Nur mit gucken? Denn wenn man hier schaut, wir haben natürlich wirklich praktisch von jedem Geschäft, würde ich mal sagen, haben wir schon eine Kopie. Da würde ich jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir bei den Bauplänen vielleicht auch noch irgendwie was Kleineres haben. Wenn wir hier auf, auf die hier gehen, Fahrgeschäfte, da haben wir gar keine Baupläne in dem Sinn. Aha, okay, dann gehen wir mal zu den Bauplänen. Dann haben wir hier eh alle. Dann schauen wir mal, ob wir hier... Das sind ja nicht nur Achterbahnen. Das habe ich eigentlich falsch erklärt. Die Voyager für 10.000. Wow, das ist natürlich auch cool. Ja, Tesla. Habe ich ein Video gesehen. Da fehlt uns aber noch ein bisschen Geld. Gut, das heißt für mich jetzt nicht hier klotzen. Nicht für irgendwie 20.000 was hinstellen hier. Das bringt überhaupt nichts. Also klar bringt es was, aber es bringt primär, dass wir kein Geld mehr haben. Ich möchte diese Tesla haben. Dann gehen wir eben doch nochmal schnell zurück hier zu diesen Fahrgeschäften oder Schienenfahrgeschäfte. Was haben wir denn hier noch? Ja, selber bauen. Okay, diese Fahrgeschäfte. Das hier ist Autoscooter Kickflip. Looper. Haben wir Looper schon? Wir nehmen das mal. Wir nehmen das mal und gehen hier über den Park. Stehst du hier schon irgendwo? Inzwischen ist es so, wie es aussieht, schon wieder morgens geworden. Was haben wir denn für eine Zeit? Wo sehe ich das? Da unten irgendwo? Nee, sehe ich da nicht die Uhrzeit. Ich sehe doch 8.24 Uhr. Es ist morgens. Sehr schön, eine schöne Zeit eigentlich. Wenn man nicht extra dafür aufstehen musste. Das Ding haben wir, glaube ich, noch nicht. Und sonst haben wir es halt zweimal. Ich würde das glatt noch hier hin pappen. Das passt auch. Und zwar etwa in dieser Entfernung. Zack. Okay. Eingang platzieren. Ich würde mal sagen, der kommt eher hier. Hier oben hin oder hier vorne. Dann können wir hier schön eine Schlaufe ziehen. Und der Ausgang, der wäre dann hier hinten. Mal gucken, ob wir da unten durchkommen. Ich nehme es mal stark an. Jetzt gehen wir hier mal in die Richtung. Wenn es klappt. Jetzt habe ich hier natürlich vom Eingang... vom Eingang bauen, von der Achterbahn wieder alles irgendwie verstellt. Länge und so weiter. Ich kriege hier wieder nicht diese Kurve hin, diese vernünftige. Nehmen wir mal hier das wieder raus. Dann müsste es doch eigentlich gehen. Nee, direkt runter möchte ich nicht, liebes Spiel. Das wäre dann doch ein bisschen zu kurz hier. Ich möchte eigentlich hier rüber. Wisst ihr, wie ich meine? Diesen rechtwinkligen Dingens möchte ich haben. Ach so, wir haben hier natürlich das eingestellt. Ja, bringt trotzdem nichts. Ich kriege das so nicht hin. Wenn ich jetzt wüsste, was das für eine Einstellung war. Länge, Breite.
Aha, nee, doch auch nicht. Wollte gerade sagen, aha, jetzt haben wir es ja. Aber nein, aha, wir haben es doch nicht. Käse. Noch mal Winkelausrichtung. Machen wir mal so. Jetzt hatte ich es gerade. Moment, Moment, Moment. Na, ich möchte jetzt nicht hier 3 Tage rumdoktern. Da war's doch. Zack, kaufen. So, ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt hier nicht 3 Tage und 4 Nächte dran rumdoktern. Nee, das ist mir zu kurz. Ich möchte jetzt hier diesen genau gleichen Winkel nochmal haben. Wenn ich Steuerung drücke, dann legt es nicht an. Oder geht das bei dem Spiel nicht? Aha, da haben wir dann einen neuen Weg. Nee, ich möchte ja noch nicht runter. Das ist doch einfach. Das ist zu kurz. Ich möchte noch einmal eine Schlaufe ziehen. Ich kriege die Schlaufe nicht hin. Ich werde bei diesem Spiel noch des Wahnsinns, dem Wahnsinn erliegen beim Bau von diesen Sachen. Jetzt geht's wieder. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, es ist eigentlich wahrscheinlich ganz logisch, aber wenn man natürlich nicht die ganze Zeit Planet Coaster spielt, sondern dazwischen noch andere Spiele, die dann immer auch noch irgendwie was mit Aufbau zu tun haben, dann ist es halt jedes Mal ist es wieder ein Abenteuer, das vernünftig hinzukriegen. Wenn ich mal wirklich 3-4 Tage nur Planet Coaster spielen würde, behaupte ich jetzt mal ganz frech, dann würde es einfacher gehen. Aber das kann ich nicht und das möchte ich vor allem auch nicht. Ich mag eigentlich genau, wisst ihr was, wir gehen hier lang. Ich mag eigentlich genau dieses, diese Abwechslung. Gut, das hätten wir. Was jetzt hier noch fehlt, ist der Ausgang. Da nehmen wir wieder einen normalen Weg. Nehmen wir dich hier. Und mit dir gehen wir mal, wenn wir können, hier lang. Hier rüber und hier parallel raus. Okay. Dann fehlen natürlich wieder die Szeneriesachen. Schön, wie sie hier dann die Pfeiler wegnehmen. Das ist einfach sensationell. Gut, wir testen den ganzen Spaß mal. Looper 1. Und wenn wir drin sitzen, werden wir wissen, ob wir schon mal mitgefahren sind. Das würde dann heißen, wir haben das Teil schon. Oh, das ist wieder... Ja, genau. Einmal Kopf über und... Wow. Wer fährt bei sowas freiwillig mit? Brauchen wir eine andere Kamera? Ne, das Ding haben wir sicher noch nicht. Das ist ja mit Raumschiffen. Okay, cool. Sehr nett. Müsste ich jetzt nicht mitfahren, ist mir zu fest. Ja, genau dieses hier. Rübe runter und Magen hoch. Augenmerk. Ne, ist auch genau das gleiche. Gut, passt. Ich würde sagen, zack. Das lassen wir laufen. Wir können hier mal noch schnell gucken. 4,10. Das ist relativ heftig. Das kostet 1 Dollar weniger als hier dieses Riesenkonstrukt. Aber ist natürlich auch ein bisschen Technik, das dann hier wahrscheinlich reinspielt. Gut. Wir werden jetzt hier noch ganz kurz ein paar Bäume hinstellen. Oder Szenerie irgendwas. Nicht irgendwas, sondern irgendwas Nettes, was wir noch nicht haben. Oh, die kosten halt gleich auch nochmal ordentlich. Wie siehst du aus? Das ist ja auch nett. Wenn wir dich drehen, das erschreckt doch die Leute eigentlich fast mehr, als dass das was bringt im Sinne von dass die Leute daherkommen. Wobei, den kann man sich natürlich schon ansehen. Mal hier nochmal ein bisschen zurückgehen. Okay, versinkt ein bisschen. Ist ja ein interessantes Ding. Okay, ist aber irgendwie cool. Es schnaubt und guckt. Hallo. Und schießt. Hilfe, schnell weg. Gut, brauchen wir ja sonst noch was? Ja, im Prinzip ja. Hier fehlt noch Pyro und Co. Moment. Nee, das war falsch. Hier, Spezialeffekte. Jetzt nochmal auf die Spezialeffekte. Da haben wir sie. Was haben wir hier? Ölstrahl. Bin ich nicht so Fan. Hier unten sind die Feuersachen. Die finde ich wesentlich interessanter. Schmaler Flammenwerfer. Ja, wirf mal. Dann haben wir hier noch Wasserstrahl groß. Den werde ich mal hier hin machen. Dann haben wir noch Spezialeffekt. Ringförmiger Wasserspritzer. Klingt eigentlich auch nett. Machen wir mal welche hier hin. Das passt zum Feuer. Und jetzt hätte ich gerne noch irgendwie einen Baum oder etwas. Büsche. Oder Büsche. Büsche hatten wir schon länger nicht mehr. Okay. Schöner Busch. Wunderbar. Was haben wir noch? Bäume halt. Ah, das sind wieder diese kunstvollen. Wir haben hier aber auch noch Steine. Eigentlich machen wir fast ein bisschen zu wenig mit Steinen jeweils. Steine haben schon auch was, finde ich. So, hier diesen fetten.
Hier noch so ein Stein. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir nicht nur an dieser Ecke die Steine haben. Da müsste man eigentlich schon auch ansonsten, also nicht ansonsten, sondern auch sonst mal noch ein paar Steine hinlegen hier im Park. So, jetzt haben wir die auch noch gemacht. Und jetzt gucken wir, wie das hier aussieht. Diese Ecke vor 2, 3 Folgen, da war noch gar nichts. Und jetzt haben wir hier doch tatsächlich eine Achterbahn. Wir haben hier den zweiten Bahnhof unseres Zuges. Ich denke mal, das müsste sogar halbwegs laufen dann, wenn hier so viele Leute sind. Die wollen ja auch auf die andere Seite des Parks. Und hier haben wir doch tatsächlich auch noch was hingestellt. Eine neue Attraktion hier oben. Wird noch nicht massiv benutzt, aber da stehen trotzdem auch schon ein paar Leute. Und hier mit dem Feuer. Jetzt muss ich mal gucken, von wo kommt man denn? Aha, im Prinzip von hier hinten. Ich habe fast ein bisschen die Orientierung verloren, weil der Park doch eine gewisse Größe hat mittlerweile. Hier ist Gears of 4. Okay, das war, glaube ich, unser erstes Ding, was wir hingestellt haben. Da ist der Eingang. Ach, dann kann man hier nach hinten laufen. Okay, da rein oder man kann hier durch. Und dann kommt man hier in diesen zweiten Bereich. Boah, in diesen zweiten Bereich unseres Parks. Cool, gefällt mir. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann mal noch daran, das hier zu füllen. Im Prinzip haben wir, ja, zwei Drittel. Etwa zwei Drittel des Parks haben wir, würde ich sagen. Und unsere Gäste haben Durst. Das haben sie aber immer. Irgendwie kommen die, glaube ich, nicht auf die Idee, dass sie vielleicht auch mal was zu trinken kaufen sollen, wenn sie halt Durst haben. Also Möglichkeiten haben sie eigentlich genug. Und sonst machen wir hier hinten noch mal ein paar Kneipen hin, würde ich vorschlagen. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Jetzt haben wir hier tatsächlich auch schon wieder, guck mal, das sind doch auch schon wieder Massen. Danke fürs Zusehen. Ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.